Leute, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns, vom Shisha-Team. Wir sind heute wieder nur zu zweit am Start. Max hat leider keine Zeit. Nichtsdestotrotz wollen wir euch natürlich das Video nicht vorenthalten und vor allen Dingen den Tabak, den ich mir gegönnt habe, nicht vorenthalten. Der ist ja mal sowas von geil. Oh ja. Vorweg, bevor wir überhaupt irgendwas zum Tabak sagen, das war ein totaler Glücksgriff. Ich bin in den Loyal-Shop gegangen, habe mir so diese Wand von 187 Tabak angeguckt und dachte so, werden wir uns mal angucken. Und da stand eine Dose von diesem Tabak noch drin und ich musste einfach mal dran riechen und dann war es um mich geschehen. Unglaublich geil. Und zwar geht es heute um den 187er Woman to Go. Und zwar, wenn man genau hinguckt, dann bemerkt man eine kleine Unstimmigkeit. Weil Woman to Go sagt einem irgendwie erstmal gar nichts. Was soll das? Woman to Go, was soll das sein? Aber man sieht, dass einige Buchstaben groß und andere wieder klein geschrieben sind. Und wenn man nur die Großbuchstaben liest, dann liest man Man Go. Mango! Was? Krasser Shit! Wie sie alle diese Richtlinien umgehen. Heftig, heftig, ja. Also das ist schon ein provokanter Tabak. Ja, gut, ihr könnt es euch denken. Es ist ein Mango-Tabak und zwar ein reiner Mango-Tabak, was ziemlich geil ist, weil ich in letzter Zeit kaum gute, sage ich mal, reine Geschmäcker geraucht habe. Mhm. Immer irgendwelche Mix-Geschmäcker, viel mit Menthol. Und deshalb war ich sehr überrascht, dass gerade 187 auch mal wieder einen ganz, ganz typischen, einfachen Geschmack rausbringt. Ja. Und zwar Mango. Ja, auch wieder der Schnitt bei 187. Blende ich mal kurz ein. Ihr kennt es ja, dieser wirklich krass goldgelbe Tabak und auch die super eingezogene Molasse zu dem extrem nicen Schnitt, wie ich finde. Sehr fein, klumpt aber überhaupt nicht. Der Kopf lässt sich einwandfrei damit bauen. Also wirklich Hut ab. So wünsche ich mir das bei allen Tabakherstellern. Wirklich. 187, macht es vor, macht es bitte alle nach. Besser geht's nicht. So Leute, kommen wir mal zum Geruch. Also, viel gibt's da nicht zu sagen. Ja, es riecht einfach mega geil nach Mango. Wirklich sehr frisch, sehr authentisch. Süß, auf jeden Fall eine süße Mangonote. Ja, und einfach wirklich super fruchtig lecker. Also, wenn ich die so gerochen hätte, hätte ich die auf jeden Fall auch eingepackt. Mm. Weil da habt ihr keine Chemonote oder irgendwas, was euch schon im Geruch so vermuten lässt, dass er vielleicht nicht so gut wäre. Aber der überzeugt mich vom Geruch allein schon mega doll. Das ist wirklich saugeil. Ich bin gespannt, wie er im Geschmack ist. Vorab vielleicht noch, die Dose, die 200 Gramm Dose kostet 16,90 €. Wie üblich eigentlich die 187er Dosen. Mhm. Und halt wirklich cool, dass ihr halt sehr viele neue Tabaksorten rausbringt. Und es generell eine sehr große Auswahl von 187er Tabak gibt. Und ich finde auch, dass so ziemlich jeder Tabak ist absolut rauchbar. Also ich hatte bis jetzt nur einen einzigen und das war der Mr. Popper, der wirklich nicht ganz so geil war. Ich persönlich kann ihn gar nicht rauchen, weil mir gefällt der Geschmack überhaupt nicht. Aber alle anderen waren durchweg geil. Ja. Wirklich. Ohne Scheiß. Ja, zum Geschmack. Adi hat gerade den Geruch beschrieben und gesagt, es riecht einfach nur nach einer extrem geilen, fruchtigen Mango. Und genau so ist es im Geschmack umgesetzt. Es ist unglaublich. Es schmeckt einfach extrem lecker nach Mango. Klar, bei Tabak, ihr kennt das, ist immer überhaupt nicht vergleichbar irgendwie mit einem echten Stück Mango. Aber es schmeckt extrem lecker nach Mango. Nicht zu intensiv, aber auch nicht zu lasch. Die Süße legt sich auch nicht so wie so ein Pelz auf die Zunge, also man hat nicht das Gefühl, ein Kopf und danach muss ich irgendwie was anderes rauchen. Ich kann den eigentlich den ganzen Tag durchrauchen, der ist sowas von lecker. Dadurch, dass es auch so eine leichte saure Note dabei gibt, kann ich nur davon schwärmen. Wirklich, wenn ihr auf Mango steht, dann holt euch den auf jeden Fall uneingeschränkt. Und wenn ihr noch einen kleinen Mentholkick haben wollt, dann können wir nur wieder empfehlen, das Video vom Sweet Breeze, wenn ihr es noch nicht gesehen habt, ploppt jetzt über Adi auf. Oh, oder über mir. Wir sind ja beide Adi. Ja. Ja, dann mischt ihn doch mit Sweet Breeze. Dann kriegt ihr nochmal so eine kleine Mentholfrische und das unterstützt auf jeden Fall auch den Geschmack der Mango und macht das Ganze noch so ein bisschen peppiger. Ich muss noch hinzufügen,
Dass ich total geil finde, dass es hier keine muffige oder überreife Mangonote ist. Also ihr habt wirklich beim Ziehen habt ihr so eine leicht Säurenote auf der Zunge. Und im Abgang ist es dann halt wirklich dieses Süße, die Süße von der Mango, was halt wirklich super lecker ist. Und ja, wie eben gesagt, der Sweet Breeze ist halt auch meiner Meinung nach der beste Minz-Mischtabak, den man so verwenden kann. Und mit dem schmeckt einfach alles nochmal geiler. Ja, gut. Ich würde sagen, kann man noch kurz den Rauch beschreiben. Zeig mal. Ich würde sagen, ihr kennt das von 187er, wenn ihr den schon mal geraucht habt. Der ballert einfach voll durch. Wir rauchen wie fast in jedem Video, was irgendwie bei mir stattfindet, mit dem Lotus Kaminaufsatz. Lotus. Kaminaufsatz? Mit dem Lotus-Aufsatz, wollte ich natürlich sagen. Mit ein paar Millimetern Abstand zum Tabak auf der Sapphire Power Bowl. Und da laufen eigentlich alle 187er Tabake sowas von geil. Man, gar kein Problem. Ihr müsst nichts beachten. Ihr packt das Teil rauf, diesen Aufsatz, Kohle rein, fertig. Ab und zu vielleicht nochmal irgendwie die Kohle abaschen oder einen Deckel drauf am Ende, wenn die Kohle ein bisschen an Intensität verliert. Aber ansonsten, der Tabak macht null Mucken. Nee. Gar nichts. Kann man wirklich super entspannt bis zum Ende durchrauchen. Hammergeil. Kein Problem. Ja, und ich würde sagen, damit gehen wir auch gleich ins Fazit über. Ihr habt es vielleicht schon so ein bisschen rausgehört. Ich glaube, wir geben für diesen Tabak definitiv eine Probier- und Kaufempfehlung. Also für jeden Fruchttabak-Fan, kauft euch auf jeden Fall den Woman to Go von 187er. Der ist absolut geil. Wenn es den noch gibt, war ja auch schwer jetzt. Du meintest ja, es ist die letzte Dose. Es ist also die einzige beeilt Dose. Euch. Ja, beeilt euch, holt euch was, bevor wirklich wieder alles ausverkauft ist. Genau, oder bestellt euch den irgendwo im Internet. So. Da wird es bestimmt noch einen Shop geben, der den führt. Ja, kann ich gar nichts weiter zu sagen. Nur schwärmen. Es gibt keinen negativen Punkt zu diesem Tabak zu sagen. Das ist schon heftig. Seit langer Zeit mal wieder. Ich glaube, dem haue ich eine volle 5-Sterne-Bewertung ein. Wäre ich auf jeden Fall dafür. Der ist einfach komplettes Brett. Also kann man nicht anders sagen. Der Mighty war ja der letzte. Der Mighty Mongokuya von Hasso war der letzte Mango-Tabak, den ich, glaube ich, irgendwie mal geraucht habe. Der mich halt auch komplett überzeugt und immer noch überzeugt. Aber der ist halt trotzdem nochmal anders. Also da habt ihr jetzt nicht den gleichen Geschmack wie beim Mighty, sondern halt wirklich nochmal ein ganz anderes Raucherlebnis. Und vor allen Dingen habt ihr auch beim Mighty wieder eine Mischung. Also da habt ihr erstmal Menthol mit drin und auch Maracuja. Ob man von der Maracuja so viel merkt beim Mighty Mangokuya, weiß ich nicht, wage ich zu bezweifeln. Aber eben die Mentholnote. Das stört mich bei vielen Tabakherstellern, dass sie einfach, sag ich mal, nicht den Arsch in der Hose haben, ihren Fruchttabak pur auf den Markt zu bringen. Warum muss immer Menthol rein? Das kann ich mir absolut geil selber mischen, so wie ich es haben möchte. Und ihr kennt es sicherlich auch vom Social Smoke oft schon gehabt. Ihr holt euch eine Dose Social Smoke und der schmeckt einfach nur nach Menthol. Obwohl die Fruchtnote beim Social Smoke auch übertrieben lecker ist. Kann ich nie verstehen. Bitte mehr davon. Ja. Und danke 187, dass ihr das gemacht habt. Das war's dann auch heute schon wieder mit dem Video. Kurz und knapp. Wir haben den Tabak natürlich bis ins letzte Detail gefeiert, wie er auch ist. Und wir hoffen, euch hat das Video wieder gefallen. Und wenn das so ist, dann lasst uns auch gerne einen Daumen da. Oder auch zwei, wenn ihr zwei Accounts habt. Oder 5 oder 10. Und vergesst nicht, den Abo-Button zu drücken, wenn ihr es noch nicht getan habt. Damit helft ihr uns sehr. Und natürlich könnt ihr dann auch jedes Video, was wir hochladen, sofort sehen. Und verpasst nichts mehr. Genau. Ja, und ihr verpasst dann auch nicht die große Wendung. Was ist denn hier los? Ja, nächstes. Wir bringen noch einen Dab rein. Nächste Woche wird es ein kleines Special geben von unserem guten Freund Tommy von Shisha-Ofen. Ja, freut euch darauf. Wir stellen wieder ein neues Produkt von ihm vor und ihr könnt euch ja sicherlich schon mal ein paar Überlegungen machen, welches das sein wird. Genau, ein paar haben wir ja schon getestet. Mhm. Und ja, das wollen wir auf jeden Fall noch bringen, denn in 2 Wochen, am 20. und 21. April, wie auch schon in den letzten Videos erwähnt. 21. und 22. April. Am 21. und 22. April, so wie in den letzten Videos schon erwähnt, findet ja die Shisha-Messe, die Hookah Fair in Frankfurt statt, wo wir auch wieder anzutreffen sind. Und ja, da wollen wir euch natürlich noch ein kleines Special dalassen, bevor wir uns hoffentlich dort sehen. Mhm. Also kommt auf uns zu, sprecht uns an, wenn ihr Bock habt. Wenn nicht, dann nicht. Dann eben nicht.
dann geht einfach vorbei. In dem Sinne wünschen wir euch noch einen schönen Abend, einen schönen Tag, wann auch immer ihr dieses Video seht. Auf jeden Fall guten Rauch und guten Geschmack. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao, ciao. Hashtag 10. Das gibt's gar nicht. Die Nummer 10. Die Nummer 10. Und für die Endziffer 10. Moment to go. 0,185. 6 mal die 6 und die 10. Ein Handjob. Wollen wir die Kamera ausmachen? Der Tabak schmeckt voll eklig. Was? I am the Was ist denn hier los? Kann ich nie verstehen. Bitte mehr davon. Ja, schreibt mal in die Kommentare, wenn ihr da angerufen habt und irgendjemand rangegangen wäre. Das fände ich ziemlich lustig. Wenn es einer macht, ich sag's nochmal, 0,85, 6 mal die 6 und die Endziffer 10. Peace.